Nach dem Ansturm auf die nicht ganz so günstige RTX 4090 erscheint in Kürze die RTX 4080 mit 16 GB. Welche Händler die RTX 4080 anbieten werden und zu welchen Preisen bzw. was aus der 12 GB Variante geworden ist, das erkläre ich euch nach dem Intro. Nach der RTX 4090 ist vor der RTX 4080. Während wir aber dem Release Mitte November entgegenfiebern, hat Nvidia seine Verkaufsstrategie offensichtlich noch einmal hinterfragt und dabei möglicherweise sogar auf die Kritik der Fans gehört. Waren zunächst neben der RTX 4090 zwei Versionen der RTX 4080 angedacht, einmal mit 12 GB sowie 16 GB Videospeicher, hat der Hersteller die kleinere der beiden RTX 4080 Karten mittlerweile einfach eingestellt. Wahrscheinlich der einzige richtige Weg, um dem Ärger der Fans entgegenzutreten und den Wind aus den Segeln zu nehmen. Schließlich bewiesen selbst Nvidia eigene Benchmarks, dass der Leistungsunterschied zwischen RTX 4080 12 GB und RTX 4080 16 GB viel zu groß war. Da klingt das Gerücht einleuchtend, dass die RTX 4080 mit 12 GB eigentlich RTX 4070 bzw. RTX 4070 Ti heißen sollte. Nun wird also komplett zurückgerudert, was wir in Nvidias Unternehmensgeschichte so auch noch nicht erlebt haben und bereiten uns auf lediglich einen Grafikkartenlaunch vor. Beginnen wir aber mit den Specs der Grafikkarte. Käufer erhalten mit der RTX 4080 insgesamt 9728 CUDA-Recheneinheiten, eine Basistaktung von 2210 MHz sowie einen Boost-Takt von 2510 MHz. Dafür geht immerhin auch die erwartete Leistungsaufnahme nach unten. Die standardmäßige TGP soll laut Nvidia bei 320 Watt liegen. Laut Gerüchten liegt der durchschnittliche Wert mit 340 Watt ein wenig höher und kann sogar auf bis zu 516 Watt anwachsen. An dieser Stelle müssen wir aber einfach erste Tests abwarten. Weiterhin verfügt die Karte über einen 16 GB großen GDDR6X Videospeicher, der 22,4 Gigabit die Sekunde schnell und mit 256 Bit angebunden ist. Das bedeutet eine Bandbreite von rund 736 GB pro Sekunde. Nvidia verspricht bei der RTX 4090 eine bis zu vierfache Performance in Raytracing-Spielen wie Cyberpunk 2077 im Vergleich zur RTX 3090 Ti, die bislang den Titel der stärksten Spiele-GPU trägt. Bei klassischen Spielen reden wir immer noch von der doppelten Leistung. Einen ähnlichen Leistungssprung soll es auch bei der 16 GB Version der RTX 4080 gegenüber der RTX 3080 Ti geben. Ein Hauptmerkmal der Ada Lovelace Chips soll DLSS3 werden. Kurz zusammengefasst werden Bilder zunächst in einer niedrigeren Auflösung gerendert, ehe diese dann von der KI hochskaliert werden. Das Resultat ist eine bessere Framerate bei einem vernachlässigbaren Qualitätsverlust. Aus diesem Grund kommt auch die vierfache Performance in Raytracing-Spielen zustande. In Nvidias eigenen Benchmarks kommt die RTX 4090 bei dem neuen A Plague Tale in einer 4K-Auflösung auf durchschnittlich 106,3 Bilder in der Sekunde, mit DLSS3 sogar auf stolze 175,7 FPS. Die RTX 4080 16 GB rangiert zwar direkt darunter, aber mit einer deutlichen Lücke nach oben hin. Mit rund 55 FPS liegt der Leistungsabfall bei rund 48%, mit aktiviertem DLSS3 verringert sich der Abstand zur RTX 4090 immerhin auf nur noch rund 27%. Dafür liegt die RTX 4080 16 GB aber sogar einige Frames über der RTX 3090 Ti und mit aktiviertem DLSS3 sogar deutlich über dem Niveau der Flaggschiffkarte der RTX 30er Reihe. In anderen Spielen wie F1 2022 oder dem Flight Simulator ändern sich die Zahlen zwar ein wenig, insgesamt zeigt sich aber, wie viel Leistung durch aktiviertes DLSS3 hinzugewonnen wird. Die RTX 4090 wird am Mittwoch, den 16. November 2022 um 15 Uhr bei Nvidia und in Form verschiedener Custom-Versionen von Boardpartnern bei ersten Händlern verfügbar sein. Händler, bei denen ihr die RTX 4080 wohl kurz nach dem Start am 16. November bestellen könnt, sind Mediamarkt, Saturn, Amazon, Alternate, Caseking, Mindfactory und notebooksbilliger.de. Eine ausführliche Liste mit allen Händlern und Custom-Modellen findet ihr außerdem auf playcentral.de.
Möchtet ihr den Release der RTX 4080 nicht verpassen, empfehlen wir euch, diesem Grafikkartenticker auf Twitter zu folgen. Hier werdet ihr stets darüber informiert, wenn die Karte bei einem Händler verfügbar ist und somit bestellt werden kann. Die UVP der Founders Edition liegt bei 1469 Euro. Die Custom-Modelle hingegen beginnen bei Händlern wie ProShop über der UVP und erstrecken sich auf bis rund 2000 Euro. Generell kann der Preis aber sogar noch höher ausfallen, was unter anderem mit der Verfügbarkeit der Karte und der Entwicklung des Marktes zusammenhängt. Obwohl die RTX 4090 teilweise für rund 2500 Euro angeboten wurde, war die Flaggschiffkarte von Nvidia zum Release-Tag innerhalb von wenigen Minuten komplett ausverkauft. Vor allem die Founders Edition wurde kaum in freier Wildbahn beobachtet. Hier und da wurden in den Tagen nach dem Start aber immer mal wieder vereinzelt Karten gesichtet. Letztendlich hängt es aber von der generell verfügbaren Menge der Grafikkarte ab und gleichzeitig, wie viele Leute bereit sind, 1500 bis 2000 Euro zu bezahlen. Wir gehen fest davon aus, dass die RTX 4080 einen ähnlichen, wenn nicht sogar noch größeren Ansturm als bei der RTX 4090 erleben wird. Die RTX 4080 mit 16 GB Videospeicher dient als gute Alternative für Spieler, die eine leistungsstarke Grafikkarte suchen, um in 4K mit einer hohen Anzahl an FPS zu zocken. Zwar fehlen bis jetzt unabhängige Reviews und Benchmarks, der Leistungsunterschied zwischen der RTX 4090 und der RTX 4080 mit 16 GB ist auf dem Datenblatt aber schon jetzt gewaltig. Schließlich verfügt der große Bruder über rund 60% mehr CUDA-Kerne, 8 GB mehr Speicher, eine etwas höhere Taktrate und nicht zuletzt eine breitere Speicherschnittstelle. Eines ist klar, Nvidia braucht keine Sorgen zu haben, dass sich die RTX 4080 nicht genauso gut wie die RTX 4090 verkaufen wird. Zwar ist die Leistung deutlich geringer, aber dennoch beeindruckend und das zu einem günstigeren Preis. Vor allem aber der Einsatz von DLSS3 bei den neuen RTX 40er Karten verspricht eine ordentliche Leistungssteigerung. Wer wirklich das Beste vom Besten möchte, der sollte ganz klar bei der RTX 4090 zugreifen. Wer aber auch mal ein bisschen Leistung liegen lassen kann und darüber hinaus einige hundert Euro sparen möchte, ja, der sollte seinen Fokus mal auf die RTX 4080 mit 16 GB verlegen. Mit dieser Karte seid ihr für die Zukunft ebenfalls sehr gut gerüstet und ja, ihr spart halt bares Geld. Als kleiner Tipp: Mitte Dezember erscheinen von AMD die zwei Grafikkarten RX 7900 XT und XTX als kostengünstige und ebenfalls performante Alternative, vielleicht also ebenfalls einen Blick wert.